diesem Video zeige ich dir, wie du deinen eigenen eingelegten Knoblauch selber machen kannst und was das überhaupt wirklich ist, was es damit auf sich hat und wie du es einsetzen kannst in der Küche. Außerdem bleib wirklich bis zum Ende des Videos dran, denn ich habe für dich meine 12 Fermentiertipps zusammengestellt in einem kostenlosen PDF-Guide, den gibt es am Ende des Videos. Da zeige ich dir einfach Tipps und Tricks, die mir geholfen haben, damit das Einlegen auch immer problemlos klappt und da auch wirklich nichts schief geht. Also, los geht's! Und wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann vergiss nicht zu abonnieren und auch die Glocke anzuklicken, damit dir nicht mehr die wöchentlichen Videos und Updates entgehen. Als allererstes schnappst du dir einfach eine große Knoblauchknolle und von dieser Knoblauchknolle aus nimmst du so eine Handvoll kleiner Knoblauchzehen, die du dann einfach schälst und klein machst. Übrigens ist dieses, also wie ich das jetzt gerade mache, ist irgendwie total der coole Trick, den ich auch irgendwo hier auf YouTube mal gesehen habe, bei irgendeinem coolen YouTuber. Ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Man kann einfach das Messer auf den Knoblauch drauflegen und dann von oben runter drücken und somit schält sich der Knoblauch so schnell. Da muss man ja nicht so lange rumpopeln. Also wirklich voll der coole Hack, merkt euch den. Genau, sobald dann das geschehen ist, nimmst du dir noch eine Kräutermischung, die du sehr gerne magst. Ich habe jetzt einfach hier so eine italienische Kräutermischung genommen. Da ist auch Rosmarin, glaube ich, drinnen und Basilikum so getrocknet. Und davon habe ich so 2 Teelöffel reingetan. Und dann noch zum Abschluss einen Teelöffel Salz. Das Ganze mit Wasser überschütten, macht das Glas nicht ganz voll, sondern dass immer noch oben gut Platz ist. Also den Deckel noch zuschrauben, nochmal alles gut durchmischen und ja, dann bist du eigentlich schon fertig. Was ich immer noch ganz gerne mache, das ist so ein kleiner Tipp, den ich euch auch wirklich ans Herz legen kann, ist, schreibt am besten mit irgendeinem Kuli und so einem kleinen Babball noch irgendwie drauf, wann die Fermentation begonnen hat, also wann ihr dieses Fermentierding immer gestartet habt, damit ihr auch wisst, wie lange es da schon sitzt und ob das mal ein Check-up braucht oder ob es schon fertig ist, damit ihr euch da einfach nicht vertut. Der Deckel sollte wirklich ganz fest zu sein und dann stellst du das Glas einfach an einen kühlen und wirklich wieder lichtgeschützten Ort. Und an eurem lichtgeschützten Ort muss das Ganze dann nämlich einen ganzen Monat lang stehen. Darum ist Beschriften immer wirklich ganz, ganz gut, dass man es nicht vercheckt. Ist mir nämlich auch schon mal passiert, also lieber beschriften, Leute. Und nach dem Monat einfach das Ganze in den Kühlschrank stellen und da hält es dann wirklich mehrere Monate und ist auch ein super Antibiotikum, wenn ihr mal krank werdet, dass ihr das auch immer wieder mal zu euch nehmt. Aber ansonsten ist auch super zum Verfeinern von Speisen und anderen Gerichten. So einfach legt man Knoblauch selber ein. Es ist wie gesagt eine Art, wieder Lebensmittel zu fermentieren, länger haltbar zu machen. Warum das so gesund ist, muss ich, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so erklären. Ich denke mal, Leute, die auf meinen Kanal stoßen, wissen da schon relativ gut Bescheid. Aber nur ganz kurz, es hilft einfach, das Immunsystem zu stärken und es erhöht tatsächlich den Nährwertgehalt von Obst und Gemüse. Denn im Fermentationsprozess tun die Bakterien ja selber nochmal so ein bisschen da vorverdauen. Das Gemüse macht es für uns noch leichter, verdaulicher teilweise. Und erhöhen auch den Nährwertgehalt. Und es werden sogar Pestizide auch abgebaut beim Fermentationsprozess. Also es wird sogar quasi irgendwie noch gesünder. Also so ein Gemüse kann durch Fermentieren noch gesünder werden. Ja, eingelegten Knoblauch noch ganz kurz zur Verwendung. Den kann man, wie gesagt, zum Würzen und Verfeinern von Gerichten benutzen. Ähnlich wie die eingelegten Zitronen. Da habe ich auch ein Video schon dazu gemacht. Das ist ein traditionelles marokkanisches Gericht oder Küchenzutat. Das werde ich euch hier verlinken, das Video. Und eingelegten Knoblauch kann man ähnlich verwenden wie eingelegte Zitronen, einfach zum Verfeinern von Suppen, Salaten, in Dressings, in alle möglichen Getreidegerichte kleinschneiden. Man kann auch die Lacke wiederverwenden. Die Lacke ist die Flüssigkeit, in der sich der Knoblauch befindet. Also die auch nie wegschütten und ja, da ja auch immer Salz enthalten ist, müsst ihr dann meistens die Gerichte gar nicht mehr nochmal zusätzlich salzen, weil es ist dann schon salzig genug. Ja, das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox. Dort findet ihr auch, wie versprochen, meinen kostenlosen PDF-Guide, falls ihr euch noch nicht runtergeladen habt. Mit meinen 12 Fermentiertipps kann ich euch das wirklich nur wärmstens empfehlen, weil es hat mir sehr geholfen und ich glaube, es hilft euch auch, damit das Einlegen problemlos vonstatten geht. Ja, wie immer, gut
Gutes gelingen. Lasst es mich wissen in den Kommentaren, wie es geklappt hat. Und wir sehen uns wieder nächsten Dienstag bei einem neuen Video. Macht's gut. Tschüss.